Ho, ho, ho! Verschnupft. Ich bin ein bisschen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bausimulator mit Party Andy und Darky Low. Ja, Darky auch. Hallo. 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 So, wir sind immer noch bei der Brücke. Wir bauen du da rüber, eine oder? Brücke. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Wäre natürlich perfekt. Können wir das schaffen? Natürlich können wir das schaffen. Oh Gott. Ja, wir schaffen das. Das heißt, yo, wir schaffen das. Nee, ist ja gut. Andy, weißt du. Ah, das hast du was. Ich muss noch das Abo kündigen. Bist du bloß oder was? Ey, das ist aber hier. Also. Nee, von dem, was ich da geschickt habe letztens nachts. Ach so. Das sieht sehr wild aus, was du da treibst. Treibst immer, ja. Halt, stopp. Halt, stopp, das geht so weit. Ja, kommen Sie ran, kommen Sie ran. Jo. Ich guck mal, wie es dann weitergeht. Beton. Ohne Ende. Okay. Beton. Bitte. Ne, Elemente platzieren, Elemente platzieren, Elemente ja, platzieren. Ja, ich beeil mich. Wir müssen noch Elemente platzieren. Wir müssen noch Elemente platzieren. Falls es noch nicht erwähnt worden ist, wir müssen noch Elemente platzieren. Danke, Party. Mhm. Sind die Elemente schon platziert? Jo. Jetzt perfekt. Muss ich mich hier umparken. Gleich jetzt räumen. Ach nö, Alter, was ist denn hier los? Wo kommen die jetzt her? Ich sage Elemente platzieren. Also bestimmt so viel haben wir doch gar nicht geholt. Psst. Hm? Dann muss ja richtig Kohle geben. Naja. Naja. Ich find's gut, dass du eine Seite fertig machen kannst und dann hast du rüberfahren. Ja, das ist gar nicht so verkehrt, das stimmt schon. Auf der Seite zwei, auf der anderen Seite zwei, wieder zurück und. Eigentlich schade, ich hätte mir gewünscht, dass du mal zwischenfahren musst. Ja, danke für nichts, weißt du. Kann man nicht. Daki hat heute auch im Kraftwerk geschlafen, ne? Ja, Daki ist die ganze Woche schon sehr salty unterwegs. Ja, ja. Hat auch von Kraft geträumt. Das hängt, glaube ich, mit den Leuten zusammen, mit denen ich momentan da. Das kann überhaupt nicht sein. Sag mal! Jetzt musst du auf. In der Mitte platzieren, yay! Kommst du da ran? Natürlich! Natürlich. Ich bin runtergefahren. Ach Gott. Kein Verlust. Wow. Wo er recht hat? Wenn ihr mich nicht hättet, dann hätten wir jemand anderes. Wäre alles einfach. Werden wir jetzt weiter. Jochen, wie zappelt die Stütze hier von dem Kran? Muss das so im Werner? Vielleicht müssen wir noch alle mehr Bezahlung bekommen. Boah, müssen wir das alles dann noch Beton gießen? Alter Schwede. Ja. Aber ich glaube, du kannst oben drauf fahren dann, oder? Hoffe ich mal. Ich glaube, irgendjemand wollte den komplexen Auftrag nehmen. Ja, hallo! Aha. Ah. Aua! Ah. Keiner gesagt, du musst oben stehen, ne? Hallo, Baumaterial ist da. Hallo, Baumaterial. War's das jetzt? Rüber. Okay. Ja. Das sind aber ganz schön große. Das höre ich öfter. Teilträger. Ist halt eine Brücke, ne? Irgendwie ist hier die Stütze nicht richtig gegossen. Ja, das hatte ich auch schon gesehen. Gucken, was der hier getrieben hat. Die Brücke hält. Jetzt hört natürlich der Teleskopleiter gut, ne, Daki? Ja. Ja.
Das Matrella-Plan? Ach Quatsch. Andi hat auch einen Kran, ne? Also. Ja. Macht schon irgendwie Bock mit dem Kran zu fahren, muss ich sagen. Und wir sollten ihn kaufen. Das habe ich ihn beim ersten Bauprojekt hergenommen, aber. Ja, das hat ja ewig gedauert. Dann ja, macht sich ein anderer Kran besser. Ja, für die Wände war er tatsächlich nicht so geil. Aber hier ist da keine Auswahl. Ja, du könntest dir hier wahrscheinlich gar keinen normalen aufstellen, ne? Nee, ich habe keinen Platz gefunden dafür. Nee, hier kannst du keinen normalen aufstellen. Bei der Male an links, an rechts. So ran. Kannst du noch ausfahren. Du musst auch was ranhängen. Keine Elemente zum Hinten platzieren. Ja, du musst da was ranhängen, Werner, wenn du was transportieren willst. Mach ich? Nee, er hat doch tatsächlich schon platziert. Also das wir ist ja da, nicht. Aber wir sehen es wieder nicht. Glaub mir, Jungs, das läuft hier. Sehe ich nicht so. Oh, rumsplautz, rumsplautz. Aha. Oh Gott. Alles gut. War eine Windböe. War eine Windböe. Die Hydraulik einfach zu schnell eingestellt. Nächstes Mal liegt der ganze gerade im Wasser. War eine Windböe. Jetzt auf. So. War eine Windböe. Was machen wir denn nachplatzieren? Gießen, glaube ich. Betonieren. Betonbau. Yay! Das ist der Moment, wo ich wieder Pause machen werde. Darky? Ja. Du bist jetzt voll oder leer? Warte. Darky ist immer voll. Ich bin ziemlich voll. Willst du zum Baustoffhandel fahren? Material holen? Lad ihn doch erstmal ab. Darum sage ich auch, ob er voll oder leer ist. Und dann fahre ich wieder, wenn er noch voll ist. War du. War klar. Wie gesagt, Cappuccino, ne? Der Kömmel mal. Und Apfelstrudel. Eine Sachertorte bitte noch dazu. Boah, Sachertörtchen jetzt, ne? Ja, ne? Warte, du kriegst Weihnachtsplätzchen. Was willst denn du beim... Ja, das ist nicht das Problem. Kannst du noch holen? Die esse ich. Ach, das geht dann an Weihnachten. Natürlich. Also Plätzchen gehen immer. Wenn es ums Essen geht, geht es auch. Ja. Dann au! Wir müssen nur noch asphaltieren und betonieren. Beim Betonieren steht aber dabei, erster Schritt, Material holen. Ja, dann lad mich halt mal ab. Hat er doch schon da. Das auf den Kopf gehauen. Ach so, das hast du schon da. Ja, deswegen bin ich ja voll. Warte, sag nur noch reden kannst, war es nicht fest genug. Mhm. Oh, hier, da kann ich wieder straßenfertiger fahren. Oh, nö. Ja. Geil. Oh Gott. Du hält die Brücke nie 50 Jahre. Egal, 3 Jahre ist gewährleistet und mehr brauchen wir nicht. Noch mehr Brücke. Ja, ist doch gut. Hier liegt nichts, oder? Wo liegt hier denn? Ich vermute mal drüben auf der anderen Seite. Jo, ja, mir. Da liegen sie. Wo denn? Bei mir liegen sie auf der Seite. Andi, musst du holen, bitte. Ich kann die nicht aufheben. Ja, wie soll ich denn da rüber? Ja, du hast doch einen langen. Ach, Alter. Ist jetzt wieder zu kurz, oder? Mhm. Warum kommst du hier wieder auf der Seite gespawnt? Ja, wahrscheinlich. Ich höre schon in den Kommentaren, das hätten wir ja gleich sagen können, ihr hättet drüben anfangen müssen. Wahrscheinlich, weil das Spiel mich gehört hat. Ich gesagt habe, ich fände das ganz cool, wenn du hin und her fahren müsstest. Mhm. Danke, Ducky. Gerne. Ja, du müsstest nur so weit fahren, dass du die gerade so erwischt. Sonst kommst du nicht wahrscheinlich ran. Bis hier hinfahren. Zur Mitte, ja. So ungefähr.
Kommst du da drüben ran an die Bauteile? Andi, bitte. Ja, kein Problem für mich. Ist so lang. Jetzt ja. Reicht's dann um einen Zentimeter, reicht's nicht. Jetzt findest du sie blockiert? Ist auch gerade so hier, ne? Halt Zwins dafür gemacht, ja, ne? Boah, ist das schon weit, ne? Könnte reichen. Oh, ich hoffe, da kommt noch ein paar Ausschieber, ey. Ein Ausschieber, glaube ich, hast du noch dann. Bist du mit, Aki? Ja. Eltern haben für ihre Kinder. Mhm. Die Falkenfly. Liebe Kinder, macht das nicht zu Hause nach. So, jetzt müssen wir wirklich Max. Du machst das. Und jetzt reicht's nicht, ne? Auf zu lachen. Ja, ja. Nein. Es reicht. Ich bin Betonbombe fahren. Jawohl, mach das. Wirf schon mal die Orgel. Lass mal, wie ein Profi macht. Brauchen wir nicht. Meinst du, brauchen wir nicht? Denke ich nicht. Feierabend. Wir müssen hier abladen. Ja, nee, erzähl mir mal wo. Ja. Oben. Ja, oben. Ui, das gab 44.000 Euro. Ich hab 53 bei mir. Au! Gucken, Party, wie lang er ist. Ui, da kannst du ganz stehen bleiben. Bleiben. Da kannst du auch hochheben. Nee. Ui. Ich glaube, das ist das Maximum. Mhm. Bis er da ist, Andi. Bist du fertig? Ist doch hochgefahren. Wie sieht's aus, wenn da kommst du ran? Jo. Wo habt ihr eigentlich einen LKW mit Kran? Für was eigentlich? Weil der auf der anderen Seite steht. Sollte ich nicht mehr nehmen zum Materialtransport, weil wir ja den Telelader haben. Der beim Stadthandel steht. Mhm. Adi, was machst du da? Sag für ein Schulprojekt. Was ist denn? Oh. Oh nee, das kracht doch gleich. Adi? Ich hab da eine leichte Erschütterung der Matrix gespürt. Was war da? Da war eine Mücke. Ah, deswegen. Ach ja, da magst du was mit. Wieso? Oh. Verstehe jetzt das Problem nicht. Läuft bei dir, Daki? Acht Achsen in Luft, einer Boden. Hm? Du könntest doch einfach wollte stehen bleiben. Wollte ihn gerade hinstellen. Mhm. Bin doch da, Mäuschen. Dann was machst du eigentlich da? Also, nur mal so gefragt. Duck ist rutscht. Oh. Nur nicht zimperlich sein, ne? Als LKW-Fahrer tut dir das weh.
Ist das so? Mhm. Was denn? Weißt du, was auch wehtut, Anni? Hm? Die Folge ist vorbei, meine Damen und Herren, wir sind fertig. Danke fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.